Sollten wir vielleicht mal ein bisschen im Auge behalten, ne? Wer war denn hier unser Tierpfleger? Blackout und Bird. Ja, die zwei, die natürlich schlafen. Das ist klar. Komm, wir lassen da mal ein bisschen schneller laufen. Blackout, okay, der holt Stahl. Wisst ihr was? Dann soll er gleich mal ein bisschen mehr Stahl tragen. Ja, 75, na gut. Mehr als 75 kann er ja nicht tragen. Was macht Bird? Überlebensration verzehren. Gut. Medizin? Nein. Medizin ist verboten. Für den Anfang zumindest. Da brauchen wir wichtigere. Ach ja, Verteidigung benötigt. Ja, ist ja schon gut. Wir sind doch dabei. Hier können wir aber schon mal Aufgaben einstellen. Schlachte Kreatur für immer. Und hier können wir eigentlich auch schon mal Aufgaben einstellen. Zuerst die üppigen, danach die leckeren, ups, so. Und die einfachen, genauso hier, zuerst die üppigen, so, üppige, leckere, einfache und hier doch auch, ne? Üppige, leckere, einfache, genau. Jetzt haben wir wieder nicht aufgepasst, ob unser Hund trainiert wurde. Den jetzt auch nicht. Thanks, Blackout Bird. Und wir haben Strom. Sehr schön. Unsere erste Solaranlage steht. Der Raum für unsere Batterien wird auch gebaut. Es läuft. Wir haben eigentlich kein Holz mehr, ne? Trinken und niesen. Oder auch nicht niesen. Ach, es kribbelt in der Nase, aber es will kein Nieser rauskommen. Ja, Batterien sind noch benötigt. Das ist schon klar. Wie gesagt, der Raum wird gerade gebaut. Ah, was hat denn der für ein Bedürfnis? Nahrung? Was frisst denn so ein Labrador? Ich habe keine Ahnung. Keine Schmerzen, Kräutermedizin. Ah, okay. Arzt. Okay. Also den können wir dann auch verarzten, ne? Sogar mit Medizin, wenn wir welche haben. Schön. Doch, es gefällt mir echt gut. Jetzt komm, jetzt macht's.
frag mich nur, wo wir dann unsere Katzen herbekommen. Ich glaube, Boomerlob. Stimmt, das Boomerlob, das könnten wir eigentlich auch mal zähmen. Wird auch gezähmt. Besuchergruppe, eine Gruppe der Freundschaft Wald besucht die Kolonie. Okay. Sollen sie ruhig kommen. Die sind gern gesehen. Es fehlt jetzt bloß noch, dass man mit denen interagieren kann. Dann wäre das Spiel wirklich rund. Bert baut hier und Banks baut auch. Kannst den Eindruckreichtum und das Aussehen eines individuellen Raumes ansehen, indem du die Raumstatistik unten rechts ein- und ausschaltest. Ja. Genau, das ist nämlich auch neu. Eindruck langweilig. Reichtum arm. Freiraum mittelmäßig. Mittelmäßiger Freiraum nur? Soll ich das Ding noch größer bauen? Neutral und verschmutzt ist es ja. Okay, dann muss man das Ding anscheinend doch noch ein bisschen größer bauen. Bird baut den Stahl ab. Banks baut auch Stahl ab. Ja, stimmt, Stahl haben wir auch nicht. Also, ja. Sollten aber hier noch gleich unsere Lagerzone reinmachen. Verrottendes? Nein. Nahrung soll rein, Textilien nicht. Medizin soll nur die Kräutermedizin rein. Artilleriegeschosse brauchen auch nicht rein. Obwohl doch Körperteile eigentlich schon, ja. Und Leichen, menschliche Leichen, nein, aber Tierleichen, ja. Was? Trade Goods? Medical Supplies? Oh Gott, was ist denn das hier alles? Gott, ich glaube, das kommt von einem Mod. Und das ist mir ein bisschen zu viel. Nahrung, alles, ne? Mahlzeiten und rohes Essen, ja. Rohstoffe definitiv nicht. Gegenstände definitiv nicht. Elefantenstoßzahn. Oh, Gott, die haben echt viel gemacht hier. Körperteile, ja. Brocken. Nee, okay. So ist es gut. Das heißt, wir können jetzt anfangen zu kochen, ne? Das Wildschwein wird gejagt. Wer ist hier unser Jäger? Blackout. Blackout ist unser Jäger. Eigentlich sind alle Jäger. Okay, Blackout schläft gerade. Banks geht sich auch aus, Ruhe und Bird schläft auch. Gut. Und die Besucher da, die freuen sich. Ja. Oh, ist ja alles schön geworden hier. Ah, ja, nicht so schnell, nicht so schnell. Genau, Blackout soll mal hier schießen. Das war auch nicht unser gezähmtes Wildschwein. Das müsste ja da. Genau.
Dann können wir dieses natürlich auch jagen. Oh, unser Labrador. Was noch nichts passiert hier, ne? Kein Training erhalten bisher. Betrugseisen werfen. Wo ist der andere? Da. Ah, jetzt ist nachts. Jetzt haben wir natürlich keinen Strom, aber keine Batterien haben, weil die hier nicht weiterbauen. Okay. Er jagt ein schlafendes Wildschwein. Bin gespannt, wenn es getroffen wird, ob es dann wach ist. Ja, es ist wach. Okay, und Banks schläft. Und die Besucher der Freundschaft Wald verlassen wieder die Kolonie. Pappe, was machst du? Verzehrt Überlebensration. Und er betet. Du soll doch einer irgendwie mal ein Tier zähmen. Damit wäre ich wirklich sehr einverstanden. Und noch eine Besuchergruppe, und zwar die Künstler vom Höhleneingang. Ist ja auch ein geiler Name. Eine Gruppe der Künstler vom Höhleneingang besucht die Kolonie. Da kommen sie an. Komm, jetzt produziert ein bisschen Strom. Jetzt könnte doch aber mal einer kochen hier. Na los. Blackout kocht. Ja, sehr schön. Wir brauchen unbedingt unsere Batterien. Ganz schnell unsere Batterien hin und dann hören wir auf. 1, 2, 3, 4, 5 und auf der anderen Seite. Okay. So, und damit bedanke ich mich dann fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und sage, macht's gut und bye bye.